Hallo Messerfreundin, herzlich willkommen. Ja, hier schon wieder die Hillbilly mit einem neuen Messervideo, aber ich habe es jetzt einfach nicht mehr ausgehalten. Ich habe gedacht, ich mache das Video von morgen oder so. Nee, muss jetzt gleich raus. Das ist so ein geiles Teil. Der Berserker von PMP, die zweite Auflage. Kommt ja immer in diesen coolen, praktischen Boxen. Vor allem, wenn du das Messer dann eh irgendwie EDC tust oder es in der Messertasche oder in deiner Vitrine oder wie auch immer, oder in der Hosentasche, kannst du da bestimmt cool geil ein EDC reinbauen und das dann so in deine Tagesrucksack oder Tasche packen. Ne? Das ist echt cool. Ich muss unbedingt mal in so eine leere Box kommen. Da kann man wieder mal ein richtig geil EDC-Video machen. Aber wir wollen jetzt nicht um die Box und das EDC sprechen, sondern um dieses neue PMP Knives Berserker 2.0. Das ist die Ausführung Graublau. Und da schauen wir mal rein. Fängt allein schon wieder cool an. Ne? Patrick steht total auf Verpackung. Hier dieses kleine Detail, ne, dass hier eine Aussparung noch ist über dem Messer, dass hier schön die Karte drin liegt. Ne? Die liegt nicht einfach so oben drauf und fährt irgendwie in der Gegend rum. Nee, die liegt hier oben drauf. Kann man nachher schön wieder mal, wenn man es ausgepackt hat, mal schön wieder mal wegräumen. Karte dazu, Deckel zu, zack, schön in die Vitrine stapeln zu den anderen oder so. Ja, sind einfach so Kleinigkeiten, wo aber irgendwie cool sind. Und ich meine, das ist ja wohl auch mal ein endzeitgeiles Bild, oder? Das muss ich noch irgendwie einscannen, mache jetzt Titelbild. Cool. Was haben wir hier draufstehen? PMP Berserker, First Run, 200 Pieces Worldwide, Steel M390, Designer Carlo Maria Massa. PMP Knives. Schön. Plastikkärtle. Geht nicht gleich kaputt, aber jetzt kommt's. So geil. Es ist nicht das Größte, es ist nicht das Schwerste. PMP Knives, klar, wir hatten das Biest, das ist wahrscheinlich kaum noch mechanisch zu toppen, ne? Aber das ist halt noch ein super geiler, alltagspraktischer, großer, trotzdem großer Tanto-Folder. Ne? Ich finde, es ist schön mit den blauen Accessoires. Gibt es da noch in anderen Farbkombinationen und sogar geflamed. Aber das fand ich irgendwie super nice. Dieses Grau, alles in Grau, Klinge Grau, Titan Grau und dann so ein paar blaue Accessoires hier. Die Schrauben, die Klingenakschraube, die sehen wir nachher gleich. Die Schauseite super aufgeräumt. Der Backspacer in Blau, auch schön mit so Doppel-Lanyard-Hole zum Rein- und Rausfädeln. Ist wahrscheinlich ein bisschen mit Friemelei, bis man das da drin hat, aber geht wahrscheinlich. Sieht aber natürlich super cool aus. Und schaut mal hier die Phasen wieder, wie die Phasen wieder, ne, von den Kanten. Sauber. Sauber. Schöner Flipper-Tab aufgeräumt. Schönes Chimping hier. Boah, so geil. Jetzt kommt's, ne? Erstens, das Ding flippt wie so. Die Flipping-Action ist klasse und beim Zufallen. Und da ist das nicht eine geile Klinge. Mit diesem Fuller hier oben drin. Schön Stonewash. Nicht ganz so empfindlich. Und was ich sagen wollte, hier, Showside, absolut clean. Hier ist nichts. Nicht mal ein Logo. Oder eine Seriennummer. Oder eine Stahlbezeichnung. Nichts. Das nenne ich absolut aufgeräumte Showside. Auf der anderen Seite haben wir dann den Clip, den Frame Lock und hier drin zum Beispiel dann nur schön in dem Fuller untergebracht, richtig cool. PMP Knives M390 Berserker. Fertig, ne? Hier schöne Klingenakschraube. Was mir mal hier gefällt, ist, dass dieser Tanto, normalerweise sind die als steiler. Der ist ein bisschen flacher. Finde ich, verleiht dem Messer aber ein richtig geil sportliches Outfit. Ich finde, das Ding sieht sowieso irgendwie aus wie ein Hai, oder? Wie so ein Hai, so ein Tigerhai. Da. Cool. Handlage, geil. Ist ein großer Klopper, ne? Ihr seht's. Also ihr könnt da auch große Handschuhgröße haben, ne? Also ist ein ordentliches Teil. Und wer auf Tanto steht, ich finde jetzt mal diese Winkelgeometrie kommt mal richtig geil. Mit dem fetten Fuller hier oben durchgezogen bis vor, nach vorne offen. Dann vorne hier die Swatch auch noch ein bisschen angefasst. Schönes Finish. Scharf. Trotzdem robust ausgeführt. Kannst du mal was Kräftiges mitmachen, ohne dass du Angst haben musst, dass sich irgendwie gleich die Schneide umlegt. Dann auch hier die Aussparung. Am Frameblock kommst du schön mit dem Daumen rein. Kannst du schön, dann müsst ihr mal schauen, wie das Ding läuft. Ne? Fällt zu durchs Eigengewicht.
richtig schöner Tantofolder. Ordentlicher Brocken, wirkt aber trotzdem elegant. Du hast jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt wie es Biest ist, ne? So eigentlich kaum führbar. Nein, das Ding ist super. Geil. Und was wirklich super ist, dieser, ja, Löffelclip kann man fast nennen, aber er ist hier hinten, hat er zwei coole Sachen. Er ist, erstens hat er durch diesen hohen Standoff hier endlich genug Platz, das vermisse ich bei so vielen großen Folder manchmal, und die laufen dann hinten so aus und dann kriegst du hinten keine Jeanshose-Falz mehr rum, ne? Aber hier passt die ohne Problem rein. Ohne Problem kannst du den über eine Jeans ziehen, die oben ja meistens immer extra dick ist. Und was auch cool ist, du hast hier vorne schön schräg zum Einfädeln und der Clip ist, weil er hier so dünn ist, geht der auch elastisch gut hoch. Ne? Oftmals sind ja Titanclips so hart, wenn die hier zu dick sind, dass sich die Dinger einfach nicht bewegen. Du kriegst sie nicht rein und schon gar nicht raus. Und der geht. Der geht hoch. Und weil das hier so schön lange, eine lange Schräge ist zum Einfädeln und auch hinten wieder zum Ziehen, geht der sehr leicht über eine Jeans-Hosenfalz. Andere Hosen haben kleinere Falze, da geht es leichter drüber, aber ich nehme immer gerne halt mal eine Jeans als Referenz, weil die, wenn die oben doppelt umgelegt und doppelt vernäht sind, dann können die schon, sag ich mal, zu den dicken Hosenfalzen, wo du sowas rein und raus stülpst. Ne? Und du hast ja nichts, wo du dir deine Hosenfalz auch kaputt machst. Also nichts Scharfes. Nichts, was irgendwie jetzt mit der Zeit, ne, tausendmal rein und raus, kannst du die Hose wegschmeißen, weil sie zerrissen ist. Nee, da flutscht alles. Clip auch cool, ne? Ihr seht hier keine Schraube, der ist von innen verschraubt worden. Oh, der läuft. Innen drin. Schön skelettiert. Seht ihr das? Vier große Ausfräsungen. Hier hinten der Stoppel-Lanyard-Hole und ein von innen verschraubter Clip. Oh, das ist, ja, das ist bei mir immer wieder so, alle paar Wochen, Monate kriege ich jetzt wieder so ein Tanto-Flashback und dann muss als immer wieder mal ein Tanto her. Aber ich glaube, da könnte ich wieder mal schwach werden. Und das ist wieder mal so ein Ding, genau nach meinem Geschmack. Ne? So Rubrik Panzerfolder, aber trotzdem noch, sage ich mal, von Gewicht und Stärke führbar und auch von Klinge noch brauchbar. Trotzdem robust für alle Arten von Arbeiten. Und ist natürlich auch Spielspaß. Und Flipper ist ja sowieso geil. Erstens, du kriegst die Dinger super gut auf. Dann hast du natürlich hier immer einen schönen Fingerguard. Und beim Zumachen hast du auch nochmal einen Schutz, weil dir immer erst der Flipper auf den Daumennagel fällt und nicht die Schneide hier drauf. Ihr kennt also die Messerfreaks, die haben immer viele kleine Narben. Und dann kannst du den nämlich schön aus dem Klingengang nehmen und schließen, beziehungsweise ab der Hälfte fällt das Ding ja von allein zu. Was auch noch cool ist, ist hier vorne haben wir noch so ein bisschen, hier oben natürlich Chipping, da vorne noch so eine schöne lange Auflage. Wenn du jetzt was ganz Feines machen musst und brauchst eine gute Führung auf die Schneide, was echt für die Kran ist, dann kannst du den Finger auch hier vorne drauflegen, den Daumen aufs Chipping bis vor und kannst dann halt natürlich irgendeine eine ganz feine Aufgabe direkt hier am Anfang der Schneide präzise führen. Da natürlich aufpassen, nicht abrutschen, das Ding ist scharf, aber du hast die Möglichkeit im Vorgrip mal für was ultra Feines damit zu arbeiten. Oder du gehst natürlich in den Sicherheitsbereich hinter den Flipper. Das Chimping greift gut. Es ist also kein Deko-Chimping hier oben, sondern es ist wirklich brauchbar. Und die Haut vom Daumen kann sich hier schön zwischen rein quetschen, ohne dass es jetzt aber so scharfkantig wäre, dass du nachher verletzte Haut hättest. Ne? Aber was ihr seht, das hält. Du kannst den Daumen zwar bewegen, aber die Haut bleibt an der Stelle im Chimping kleben. Das ist wichtig, dass du dann auch Messer sicher führen kannst für irgendwelche Arbeiten. Das Heft ist relativ hoch, liegt dadurch aber, obwohl es schmal ist, ausfüllend oder halt formatfüllend gut in der Faust. Wenn du es nochmal kräftig in die Faust nimmst, ne, dann drückst du den Frame hier sogar noch rein. Ja, sehr schön, hier die Aussparung, ne, wo dein Finger drin liegt. Dadurch verriegelst du das so regelrecht. Ne? Also der Frame kann nirgendwo mehr hinwandern. Boah, das Ding ist geil mit diesem Fuller. Also ich muss echt sagen, ich hatte jetzt ja einige PNPs in den Händen in den letzten Monaten. Aber das Teil ist echt heiß.
Das Ding ist hot. Der Berserker 2.0. Nicht zu übertriebenes, sage ich mal, Design-Experiment. Nicht zu klein, also ich sag nicht, es ist kein 3-Inch EDC-Folder, das ist schon ausgewachsenes Taschenmesser für Männer. So, wir werden es mal jetzt noch komplett vermessen. Ich habe noch gar keine Zahlen dazu im Kopf. Schauen wir mal, was wir hier zusammenkriegen. Wir haben hier eine Klinge. Oh ja, holy moly. Na, wenn wir es bis hier runternehmen, da wissen wir sofort, hier sind wir in der 4-Inch-Klasse. 4-Inch ist immer geil, das sind große Folder. 3-Inch ist EDC, 4-Inch sind Panzerfolder. Ne? Also sagen wir so, Schneidehammer, was haben wir hier, so 93 mm bis in die Mitte der Achse gemessen. An den Griffanfang haben wir 99 mm und bis hier runter sind wir ja hier 10,5, 10,6. Bei 10,4 haben wir 4-Inch, also ausgewachsenes Modell. Gesamtlänge haben wir hier 22,7. Also das ist schön. Gefällt mir. Machen wir mal die Klingenstärke oben, maximal. Ja, das ist eine 4 mm Klinge, aber entsprechend hoch. Das ist schön. Robust ausgeführt. Haben wir schön hier auch so die Abstände, die Symmetrie passt. Wir haben hier den Flachschliff noch herunter. Wir haben den Fuller hier mittendrin. Die Abstände sind relativ gleich. Ja, das ist schon einwandfrei designt. Wir machen mal dann noch die Klingenhöhe hier. 3,8. Das brauchen wir noch. Gewicht, genau. Was wiegt der Hobel? Oh, das Ding ist echt. Das Ding ist echt heiß. So. 215 Gramm. Ja, über 200 Gramm ist ein Taschenmesser schon ganz ordentlich. Aber wer bei PNP ins Regal greift, der sucht keinen kleinen EDC-Folder, der will was Ordentliches in der Hand halten. Und das Ding ist echt, das macht einfach nur Spaß. Das macht einfach nur Spaß. Ich glaube, da muss ich wieder mal das Firmenkonto überziehen und hier wieder mal eine Investition tätigen. Das Ding ist schon holy moly. Geil. Aber trotzdem brauchbar, ne? Das kannst du tragen, das ist einfach. Wir gucken mal gerade noch hier. Was machen wir hier über die Breite am Griff? Ja, genau 1,5 cm. Nicht zu viel, dass es zu fett wäre in der Hosentasche. Ne, genau richtig. Und ein Clip, der mal richtig geil über die Jeans-Hosentasche geht. Das Ding sitzt dann also wirklich bis hier drin. Ne? Cool. Cooles Teil. Okay. Wollte es gar nicht so lang werden lassen, aber so ist es nun mal bei mir, wie die auf dem Kanal. Naja, verquatscht sich jedes Mal. Richtig geiler Klotz. Gefällt mir super. Kann ich auch die Karte dazu. Allein die ist ja schon cool, diese Karten zu sammeln. Da gibt sich Patrick immer super Mühe mit dem Zubehör. Manchmal liegt eine Münze dabei, manchmal eine Kohlekarte und natürlich geil. Diese Schaumstoffdinger, ne? Das ist zwar reingeklebt, aber mit diesen Gewalt kann man die Dinger rausreißen und dann kannst du dir ein richtig geiles EDC-Kit da reinbauen. Sogar schön dicht. Hat es Gummidichtungen? Ja, genau. Guck mal, hier noch eine Gummidichtung drin. Kannst du also mal vor Feuchtigkeit schützen. Und wenn du was Sensibles drin hast, kannst du hier sogar noch ein kleines Schloss anbringen. Überdruckventil, damit man so wieder aufkriegt. Ja. Ich muss unbedingt mal in so eine leere Box kommen. Könnte man wieder mal ein geiles EDC-Projekt machen. Okay. Das war's jetzt aber. Ich sage danke fürs Reinsehen, Bewerten, Kommentieren. Gibt es natürlich wie immer bei toolsforchance.com. Also Freunde, was haltet ihr davon? Berserker 2.0, Titan, M390, Tanto, der Tiger-Eye. Geil. Okay. Ciao Freunde, immer schön cool bleiben und die EDC einstecken. Also macht's gut. Bye bye.